Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um eine schicke Schlange, und zwar den zuckenden Parasit. Und den bekommen wir von einem Meta-Achievement, und zwar vom Ruhm des Schlachtzüglers von Nyalotha. Für diesen müssen wir insgesamt 12 Bosse, also alle in Nyalotha, bezwingen und zusätzlich noch verschiedene andere Aktivitäten abschließen, um die Erfolge zu bekommen. Von diesem tuckenden Parasit, von dem Model, gibt es noch ein paar andere Mounts, die ich euch schon in vergangenen Mount Guides gezeigt habe. Da einfach ein bisschen in der Playlist durchgucken. Da gibt es noch ja, weitere schicke Parasiten-Mounts, wenn euch die interessieren. Genau, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein, was wir für die einzelnen Achievements machen müssen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Dann kommen wir zum ersten Erfolg: Rauchfest. Und für dieses müssen wir Furion im Nyalotha bezwingen, nachdem wir 10 knisternde Splitter innerhalb von 3 Sekunden getötet haben, wobei maximal 3 Sekunden zwischen den Siegen eines jeden Splitters vergehen dürfen. Hört sich jetzt kompliziert an, ist es nicht wirklich. Wichtig für euch ist erstmal zu wissen, ihr müsst in die Phase 2 kommen. Wenn ihr im Normal-Mode seid und relativ gut Schaden habt, kann es sein, dass ihr den Boss vorher umklopft. Deswegen da ein bisschen Damage-Stop machen. Ihr müsst auf jeden Fall in die zweite Phase kommen, denn da ist es so, dass der Boss, wenn er landet, kurz danach nicht mehr angreifbar wird, wie es jetzt hier bei uns passiert, und dann erscheinen drei so Säulen, wo man sich reinstellen kann, die hier hinten bei dem Boss sind. Da stellen sich am besten Spieler rein, die eine Mobility haben, also DHs, einen Mage, einen Monk, und dementsprechend einfach mit diesem Debuff hier über die Kristalle drüber flitzen, oder diese Splitter besser gesagt, und die damit schnell wegräumen. Mehr ist es tatsächlich eigentlich nicht. Man kann die, wie ihr seht, hier auch angreifen, aber wenn die Leute diesen Buff-Debuff haben, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dann one-shotten sie quasi die Sachen, wenn sie drüber laufen, und das Achievement ist eigentlich easy drin innerhalb von diesen 3 Sekunden. Wenn das mit zwei, drei Klassen gemacht werden, die, wie gesagt, diese krasse Mobility haben, ist es kein Stress. 90% der Leute werden das Achievement wahrscheinlich eh schon haben, wenn ihr einfach ganz normal den Boss killt, denn die normale Taktik ist natürlich auch, die schnell wegzuräumen, dass man den Boss dann finishen kann. Ja, dann kommen wir zum zweiten Erfolg. Phase 3, der Prophet. Und für dieses Achievement müssen wir Prophet Skitra bezwingen, nachdem wir insgesamt 3 Jünger des Propheten besiegt haben. Hört sich einfach an, ist es eigentlich prinzipiell auch. Ihr müsst am Anfang einen Mob besorgen, und zwar einen Jünger des Propheten. Und der befindet sich hier ganz oben im Eck. Hier seht ihr das mal auf der Map. Und den, ja, zieht am besten ein Tank zum Boss. Vorher solltet ihr natürlich diesen Vorraum komplett clearen, also den Bossraum komplett clearen und den Raum davor, dass der Tank einfach diesen einen Mob von ganz oben nach unten ziehen kann. Und ihr seht, sobald der beim Boss ankommt und in den Boss pullt, ist es so, dass dann noch 2 weitere von diesen Mobs erscheinen. Die klopft ihr um, und dann spielt ihr den Bosskampf komplett normal runter, haut den Boss am Ende um, und zack, da ploppt das Achievement auf. Mehr ist es tatsächlich nicht, ja. Ihr könnt natürlich Cooldowns und HT für diese Mobs ziehen. Sonderlich stark waren sie jetzt bei unserer Gruppe nicht. Wir hatten eine relativ gut gegierte Gruppe, da ist es im Cleave eigentlich untergegangen. Wenn ihr jetzt vielleicht nicht so krass equipped seid, zieht dafür CDs, haut die schnell weg, und dann spielt den Boss nochmal runter. So. Dann kommen wir zum dritten Erfolg: Mana Deep. Und für diesen Erfolg müssen wir Mammut im Nyalotha auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir eine verbotene Mana-Manifestation bezwungen haben. Und wie funktioniert das? Wir haben hier diese Adds in der ersten Phase, und davon müssen wir ein Add überhaben, wenn der Boss in die zweite Phase geht. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben jetzt nochmal einen von diesen Bestien da reingefüttert, dass der Boss 100% live hat. Und einen Mob haben wir über, das will man im Normalfall nicht haben, weil jetzt kann man den auch nicht mehr unterbrechen. Er castet jetzt die komplette Phase hier theoretisch durch. Normalerweise will man diese Situation gerade nicht haben, dann füttert man Bänder beide rein oder schaut, dass man die tötet. Wenn ihr das Achievement machen wollt, braucht ihr einen. Denn ihr müsst sie mit diesen Mana-Kugeln hier füttern, und ihr seht, die müssen wirklich komplett genau reinfliegen, wenn das nicht der Fall ist. Ich habe hier gerade gefailt, da war der Mob nicht ganz dran, es ist nicht reingeflogen und der Mob wurde nicht gebufft. Heißt, ihr behaltet ein Add über, das tankt ihr in der ersten Phase off. In der zweiten Phase, wenn der Boss statisch in der Mitte steht, müsst ihr schauen, dass ein Tank den so hindreht, dass er von der Orb getroffen wird. Dann wird er groß und böse, und zu dem Mob, den wir umhauen müssen, also hier verbotene Manifestation, und diese klopfen wir jetzt um.
Kleine Randinformation: Es ist ganz gut, wenn ihr den Boss davor schon relativ low haut, denn ihr habt dann den Boss, der reinhaut, ihr habt dann dieses Viech, das draufhaut. Ihr könnt, weil ihr keine Voids dann habt, es auch nicht interrupten, also nicht in die Void reinstellen und es damit interrupten, und ihr kriegt dann schon relativ viel Schaden. Macht also Sinn, wenn ihr den Boss erst low haut, kurz bevor die ja, zweite Phase triggert, ein Add noch über habt und das dementsprechend dann ein bisschen offtankt, die Orb fressen lasst, und den könnt ihr, sobald ihr das gebufft habt, das Add umhauen und danach den Boss. Und ihr seht, bei uns hat es geklappt, Achievement ist aufgeploppt, ein, zwei Leute waren tot, kam dann doch ein bisschen mehr Schaden rein. Schwierig ist es aber ehrlich gesagt nicht. Dann kommen wir zum vierten Erfolg: Torschütze, und für diesen müssen wir dunkle Inquisitorin Xanesh bezwingen und zuvor noch dreimal gefahrlos eine Lernkugel beseitigen, wenn weniger als 3 Sekunden von der Lern erweckt verbleiben. Hört sich jetzt mittelkompliziert an, ist es tatsächlich auch. Und zwar, was müsst ihr genau machen? Wir haben nämlich hier bei dem Boss alle paar Sekunden ja, die Orbphase, und da spawnt der Boss 3 ja, Zonen auf dem Boden. Die seht ihr jetzt hier gerade. Da müssen sich 3 Spieler reinstellen, und dann bekommen diese 3 Spieler einen Debuff und hier diese lustigen Tentakeldinger auf dem Kopf. Und jetzt können sie eine Orb, die auf der einen Seite der Plattform spawnt, damit navigieren. Und die darf nichts berühren. Ich glaube, im NHC hier seht ihr, sind gar keine Basilisken im, ja, Oberobelisken so rum. Im HC gibt es dann noch so Hindernisse, wo man die nicht reinlaufen dürfen. Also von dem her muss man da ein bisschen gucken. Den Boss in der Mitte dürfen sie auch nicht erwischen. Und ihr steuert quasi mit diesen Teilen jetzt einfach die Orb, und die muss in dieses Portal da hinten rein. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber fürs Achievement müsst ihr schauen, dass der Buff, also dieser Tentakel-Buff, kurz vorm Auslaufen ist, also nur noch 3 Sekunden haben darf. Das ist fürs Achievement zählen. Ihr seht, hier haben wir gerade einen Achievement-Track-Add-on, das zeigt, 3 von 3 haben geklappt, und jetzt können wir den Boss umhauen. Wir hatten das erste Mal verkackt, also beim ersten Mal ist es eine Sekunde zu früh reingeflogen, also der Buff war noch 4 Sekunden drauf und nicht mehr 3 Sekunden, und dementsprechend hat es nicht gezählt. Also selbst wenn ihr einmal verkackt, könnt ihr dann die nächsten, bei dem nächsten 3 Mal das durchhauen. Ich glaube, es gehen sogar insgesamt 5 Orbphasen durch, und wenn es halt nicht klappt, dann legt euch einmal ab und macht es dementsprechend nochmal. Schwierig ist es nicht, für den kompletten Raid ist eigentlich nur ganz normal der Boss, und halt für 3 Spieler, die dieses mit der Orb steuern, müssen halt quasi das kurz vor die Orb, vor das Portal bringen und dann einfach nur immer hin und her bouncen. Im Normal geht es wunderbar, und sobald dann nur noch 3 Sekunden über sind, haut ihr das Ding in das Portal rein. Und ja, ihr seht, wir haben Boss umgehauen, Achievement ist aufgeploppt, mehr war es nicht, war eine relativ einfache Sache. 3 Leute, die das hinkriegen mit dem Steuern, braucht er halt, und mehr ist es eigentlich nicht. Ja. Dann kommen wir zum fünften Erfolg: Totale Vernichtung. Und für diesen müssen wir Vexiona in Nyalotha auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem jeder Spielercharakter mindestens 30 Stacks von Vernichtung erhalten hat. Und ihr habt gerade gesehen, wir haben hier ordentlich in den Raid reingelasert, und das war dieser Vernichtungsdebuff, den bekommt normalerweise nur der Tank ab. Also immer wenn der Mob hier einmal castet, diesen Strahl, gibt man jede 0, irgendwas Sekunden einen Debuff. Das ist diese Vernichtung, und diesen müsst ihr insgesamt 30 Mal haben. Ihr müsst ihn nicht auf einmal haben. Ihr habt gerade gesehen, wir haben jetzt hier richtig reingelesen, es sind ein paar Leute auch gestorben. Ihr könnt theoretisch immer nur 2, 3 Stacks nehmen und dann beim nächsten Cast wieder ein paar. Die laufen noch relativ schnell aus, denn es ist hier so, dass jeder Stack den Schaden von dem Strahl erhöht. Wenn ihr mal 10, 20 Stacks habt, dann kriegt ihr richtig, richtig Damage. Wenn die Leute sterben, ist tatsächlich ist auch nicht ganz so schlimm. Ihr müsst bloß zu irgendeinem Punkt in dem Kampf insgesamt mal 30 von diesen Stacks abbekommen haben. Hier sind ein paar Leute, die haben beim ersten Mal 20 gefunden. Fressen, und dann waren sie nochmal drin gestanden und haben nochmal 10, 15 gefressen, sind dann gestorben. Passt tatsächlich auch. Optimal ist es nicht. Ich würde euch empfehlen, das Add kommt ja ein paar Mal während des Kampfes, immer so, ja, um die 10 vielleicht mitzunehmen, vielleicht nur 5, wenn eure Gruppe jetzt nicht so stark aufgestellt ist. Dann den wieder rauszudrehen und beim nächsten Add wieder ein paar zu holen. Wir haben uns halt dafür entschieden, hier am Anfang gleich volle Kanne reinzulasern, einmal mit 20, und dann haben wir nochmal 10 reingelasert. Und ja, dann einfach ganz normal den Boss runterzuspielen. Jetzt sind halt ein paar Leute gestorben, was ein bisschen suboptimal ist. Ihr könnt die Leute dann auch retzen, wenn ihnen noch ein paar Stacks fehlen, und die danach nochmal reinstellen. Was ihr beachten solltet: Der zweite Tank sollte es natürlich auch abkriegen. Der dreht normalerweise ja den Boss raus und kriegt diese Stacks nicht ab. Der muss dann halt im Laufe von dem Kampf das holen. Ihr seht gerade, der Monk-Tank hat jetzt den Boss hier genommen, holt sich quasi jetzt seine Stacks, und wir haben dann so nach und nach die Leute noch gerettet, die dementsprechend noch zu wenig Stacks haben. Hier gibt es dann auch ein Add-on. Ihr seht ja dieses, was da gerade aufploppt. Ich habe es leider selber nicht. Das hatte hier einer aus dem Raid.
Und das hat das mal ganz schön angezeigt, wer das Addon, wenn wer das Addon hat, postet das, oder da postet das Addon quasi das hier mal in den Raid rein und dann sieht man ganz schön, okay, haben es jetzt alle diese 30 Stacks. Hier seht ihr, jetzt haben 18 von 19 das Ganze, einer war tot, den haben wir dann noch retzen müssen, da musste man noch einen Ticken warten tatsächlich mit dem Boss, bis wir den geretzt haben und dann konnten wir am Ende den umboxen und ja, es gab für alles Achievement. Schwer ist es ehrlich gesagt nicht, wie gesagt. Ich empfehle euch, macht es nicht so wie wir und lasert gleich komplett das durch, sondern macht es schrittweise. Das Add kommt ja x-mal in dem Fight und dementsprechend könnt ihr auch immer nur ein paar Stacks nehmen und müsst nicht auf so risky Tour euch da komplett weglasern tatsächlich. Genau. Dann kommen wir zum sechsten Erfolg. Euer Potenzial erkennen und für dieses müsst ihr das Schwarmbewusstsein in der Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem insgesamt drei entwickelte Experimente besiegt wurden. Wie bekommen wir diese entwickelten Experimente her? Und zwar müssen wir als erstes hier ein paar Maden aufsammeln, insgesamt drei Stück. Und die liegen hier ja, beim Trash in Nyalotha herum. Und ich kann euch schon mal das erste zeigen. Wenn wir jetzt hier den Blick nach unten wenden, liegt da nämlich unten bei dem Maul die erste Made. Und diese Maden kann man quasi einfach anklicken. Und dann bekommt man einen Debuff und sobald man diesen Debuff hat, ja, kann man zum Boss laufen und ihn pullen. Man braucht aber halt drei Debuffs. Das kann auf drei verschiedenen Leuten sein oder auf drei oder auf quasi einer Person. Ihr habt gerade gesehen, hier unten ist die Made. Ich habe sie schon ins Target genommen. Da haben wir auch so ein Handsymbol. Also die können wir aufklauben. Wir haben den Trash nicht gemacht, deswegen lassen wir das mit dem Schurken machen. Hier haben wir die zweite Made und zwar, wenn ihr zu Sanesh lauft, in der Vorkammer befindet sich auf der rechten Seite diese Made, die könnt ihr auch einfach anklicken und mitnehmen. Und die letzte ist vorm Schwarmbewusstsein auf der linken Seite, auch in diesem Vorraum, die einfach auch anklicken und dann habt ihr dementsprechend die drei Debuffs. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr den Boss ganz normal pullen und erstmal ganz normal den Boss spielen. Nach einer Weile werden nämlich ja hier diese kleinen Adds beschworen. Und wenn die Adds beschworen werden, dann nimmt der Boss nicht nur, also dann kommen nicht nur die kleinen Adds, sondern es werden aus diesen drei Maden, werden dann diese besagten Adds beschworen, die wir brauchen, und zwar diese Exemplare. Und ihr seht schon, hier entwickelt das Exemplar, die sind auch noch zusätzlich gespawnt, die tankt ihr einfach ganz normal wie die anderen mit und cleave den ganzen Haufen down. Ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht mal, ob die krasse Fähigkeiten konnten, diese waren relativ schnell down, wie ihr seht, hier in dem Cleave sterben sie einfach und das war's. Ja? Jetzt müsst ihr nur noch den Boss ganz normal runterspielen. Und sobald ihr ihn getötet habt, ploppt das Achievement auf, fertig. Schwierige ist in Anführungszeichen bloß diese Maden zusammenzukriegen. Wie gesagt, solltet ihr es verkacken, die irgendwer anklicken und dann sterben, die spawnen neu, es ist alles kein Stress und ja, sobald ihr die habt, einfach an den Boss ran. Gut, dann kommen wir zum siebten Erfolg. Obelisken GmbH und Co. KG und für diesen müssen wir Raden bezwingen, nachdem wir insgesamt zwei Obelisken mit instabiler Leere zerstört haben. Was müssen wir hier genau machen? Und zwar, wir haben zwei Obelisken, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite vom Boss. Und hier ist es so, dass wir die Vita Orb als erstes umhauen, also quasi die Schattenphase kriegen. Und jetzt spawnen diese Pule, wie ihr hier hinten seht. Und diese Pule drehen wir einfach so hin, dass sie zu diesen Obelisken fliegen. Und ja, sobald ein Obelisk zerstört ist, können wir den Boss dann auf die andere Seite ziehen. Und dementsprechend hier hinten seht ihr es. Da fliegt gerade das Ding rein, zack, Obelisk ist zerstört und fertig ist es, ne? Also diese Schattenpoole, die spawnen, in die muss sich immer ein Spieler reinstellen und die Blickrichtung, in die er guckt, fliegt quasi dieser Schattenpool. Hier seht ihr es nochmal, zack, und da fliegt der Schattenpool dann weiter, beziehungsweise hier, das war der letzte Stack, die haben immer nur ein paar Aufladungen und fliegen halt nur 5, 6 Mal oder so, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, fliegen sie quasi immer nur in die Blickrichtung. Und jetzt ziehen wir den Boss auf die andere Seite. Jetzt müssen wir blöderweise das Schatten-Add machen, weil man es immer abwechselnd am besten macht, sonst hat der Boss zu viele Buffs drauf tatsächlich. Und ja, jetzt müssen wir einmal quasi die Vita-Phase spielen und danach spielen wir wieder die Schattenphase. In der Schattenphase spawnen quasi dann immer die Pule. Heißt, immer das Add, was ihr tötet, die gegengesetzte Phase ist nämlich dann, es ist nämlich immer so, da ja dann das Schatten entsorgt, wenn wir das Vita-Add töten, geht dann die Schattenphase los und dann haben wir diese Pule. Und sobald ihr beide zerstört habt, also links und rechts, könnt ihr einfach ganz normal den Boss runterspielen und töten. Mehr ist es tatsächlich nicht. Das ist einer der leichtesten Erfolge. Ihr müsst halt bloß ein bisschen schauen, dass ihr möglichst den Boss in eine Richtung zieht
Und dass ihr dann nach Möglichkeit mit den Leuten halt euch so ausrichtet, dass ja die Fläche auf dem Basilisken drauf fällt. Wenn ihr es bei einer Phase mal nicht hinkriegt, ist kein Problem, macht den Damage Drop und haut dann dementsprechend ihn ja wieder in die Schattenphase und versucht es dann einfach nochmal. Also das ist tatsächlich gar kein Stress. Gut, dann kommen wir zum achten Erfolg. Wutanfall, und für diesen müssen wir Dresdagar bezwingen, nachdem er insgesamt zweimal innerhalb von 60 Sekunden Schmerzenwindung ausgelöst hat. Was ist jetzt diese Schmerzenwindung? Und zwar heißt es ist ein Cast vom Boss, den er einsetzt, wenn er 100% Energie erhalten hat. Wie kriegt er diese Energie? Und zwar ist es nicht nach Zeit getriggert, sondern jedes Mal, wenn wir eine Tentakel von ihm hier draußen töten, bekommt er 20 Energie. Er braucht quasi 5 Tentakeln, um von 0 auf 100 Energie zu kommen. Wichtig für uns ist jetzt zu wissen, okay, wir müssen den Boss einmal am besten auf 80 Energie bringen und dann warten, bis insgesamt zwei Sets von Tentakel gespawnt sind. Also auf 80 Energie bringen, dann ein Set Tentakel abwarten und dann ein zweites abwarten. Dann werdet ihr ja so 8, 9, 10 Tentakel hier rum lauern haben und die haut ihr jetzt einfach nach und nach langsam runter. Und sobald ihr die erste dann getötet habt, also quasi, dass er von 80 auf 100 Energie geht, das war gerade der Fall, haut er seine Schmerzenwindung raus und wir ziehen HT und versuchen alle anderen Tentakel so schnell wie möglich umzuhauen, dass er ein zweites Mal seine Schmerzenwindung raushaut und das innerhalb von 60 Sekunden. Ihr könnt es hier relativ gut vorbereiten, dass ihr alle Tentakel schon sehr low haut. Ihr müsst bloß gucken, wenn ihr instant, während er seinen Cast macht, nochmal den Cast kommt, das ist natürlich nicht gewollt, dann zählt es wahrscheinlich auch nicht. Also 60 Sekunden sind doch relativ lang. Und ihr seht, jetzt haben wir nochmal 5 umgehauen. Er castet ein zweites Mal. Achievements hat es auch getrackt. Okay. Und jetzt können wir dementsprechend den Boss umhauen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Zwischendrin könnt ihr tatsächlich nahezu AFK gehen, weil ihr müsst halt einfach warten, bis dann zwei Sets nochmal von Tentakeln spawnen. Das ist für die Heiler vielleicht ein bisschen anstrengend, weil die Tentakel drehen dann alle so ein bisschen durch und ihr kriegt ein bisschen mehr Schaden. Im Normal muss man aber sagen, hält sich das alles recht die Waage und so schwer ist das Achievement tatsächlich nicht. Es ist halt bloß ein bisschen langwierig, weil ihr relativ lang gegen den Boss kämpft und dann am Ende ja, müsst ihr halt schauen, dass ihr den Boss dann rein einigermaßen schon umhaut, weil es gibt halt ja auch so ein bisschen einen Soft Enrage. Gut. Dann kommen wir zum 9. Erfolg. Ihr könnt den Hund gerne streicheln, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dabei müsst ihr Shatra, den Unersättlichen, streicheln und ihn danach besiegen. Hört sich einfach an, ist es im Prinzip auch ein paar Sachen, solltet ihr beachten. Als allererstes solltet ihr wissen, dass ihr euch am besten einen Makro macht mit Slash streicheln. Und dass euch alle am besten die Leiste zieht und danach erst den Boss pullt. Ihr müsst nämlich wirklich alle den Boss streicheln und wenn ihr das nämlich tut, bekommt ihr einen Debuff, der 10 Minuten lang hält und der recht gut Schaden verursacht. Und zwar sind es, glaube ich, 20.000 alle 3 Sekunden. Hier haben wir es genau, 20.000 alle 3 Sekunden. Jetzt ist die Geschichte, ihr könnt ihn nicht alle gleichzeitig streicheln, denn der ba Boss bekommt auch einen Buff, wenn er gestreichelt wurde. Und zwar ist es für 5 Sekunden und während er den Buff drauf hat, kann ihn kein anderer streicheln. Er kriegt dann, glaube ich, einfach nur ein bisschen Tempo mehr. Er haut also wesentlich schneller zu. Er bekommt einmal den Debuff, dass ihr mehr Schaden kriegt und der Boss haut halt schneller zu. Das sind eigentlich diese zwei Sachen. Ihr müsst euch jetzt ein bisschen absprechen, wer ihn wann streichelt. Am besten macht ihr es nach der Raid-Liste. Einer im Raid sagt es an, Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3 und so weiter runter. Und dann streichelt ihn der Erste. Es wird wieder 5 Sekunden gewartet, bis der Buff vom Boss weg ist. Streichelt ihn der Nächste und so weiter, bis ihr ihn alle gestreichelt habt. Und dann könnt ihr den Boss umhauen. Hier haben wir auch noch ein Add-on drauf, das das schön anzeigt. Wie viel ihr schon gestreichelt habt, braucht ihr aber nicht unbedingt bei dem Boss. Ihr könnt auch einfach über die Leute im Raid drüber fahren oder wenn ihr die Anzeige aktiv habt, dann seht ihr auch, was die für Debuffs haben und wenn alle im Raid den Debuff haben, dann könnt ihr den Boss umhauen. Ihr solltet vielleicht das Ganze mit den Debuffs durchhaben, bevor ihr in der letzten Phase seid, denn da haut der Boss ganz gut raus und er setzt ja diese Void-Fläche auf den Boden und wenn er da mehr Tempo hat, dann macht er die öfter und der Raum ist halt viel schneller zugevoidet. Also wenn ihr eine schlecht equippte Gruppe habt, solltet ihr es am besten am Anfang schon durchhaben, bevor ihr in die letzte Phase kommt. Sonst, wie ihr hier seht, haben wir diese Void-Flächen, sonst voidet ihr euch den kompletten Platz schneller zu und das ist dann eher suboptimal. Genau. Mehr ist es eigentlich nicht. Ist ein relativ einfaches Achievement. Ihr seht, hier ist es gerade aufgeploppt und ja. Dann kommen wir zum 10. Erfolg. Blutige Saugerei. Und für dieses müssen wir Ignoth im Nihalota auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir in weniger als 3 Sekunden 10 Blut von Nihalota besiegt haben.
Wie funktioniert das mit dem Blut von Nyalota? Wir kriegen dieses Blut von Nyalota die ganze Zeit, wenn hier diese Organe durchcasten. Und wir wollen gucken, dass wir möglichst viel Blut haben, dass wir es wegcleaven können. Heißt, wir spielen das so, dass wir das erste Organ, also dass wir den Boss am Anfang runterhauen, das erste Organ töten. Dann hauen wir den Boss nochmal runter, wir töten das zweite Organ. Dann hauen wir den Boss nochmal runter, ganz normal wie immer. Und beim dritten Organ schauen wir, dass wir es hier nicht kicken und dass wir möglichst viele Adds zusammenholen. Warum machen wir es beim letzten und nicht bei den ersten? Durch diese Explosion am Ende kann sein, dass einige Leute sterben und wenn ihr dann nochmal alle Phasen spielen müsst, kann es eklig werden. Deswegen machen wir das beim letzten Organ. Ja, jetzt ist es so, dass wir einfach die Mobs ein bisschen kiten, dass wir gucken, dass wir die noch ein bisschen slowen. Solange die nicht groß werden, kann man die ja noch ein bisschen verlangsamen, beziehungsweise allgemein ziehen. Sobald die groß werden, geht das nicht mehr. Und ihr seht, wir haben hier relativ viele Blubs. Gehen jetzt hier noch einmal schön weit auseinander, dass die Explo nicht jeden trifft. Und dann schauen wir, dass wir uns komplett zusammenstehen. Wir ziehen hier auch Pots, alle CDs und dann mit Heldentum auf geht's und alles wegratzen. Und ihr seht schon, wenn ihr so viele tötet, dann gibt es schon ordentlich Schaden. Wir haben das jetzt hier tatsächlich nur überlebt, weil wir alle Heal-CDs gezogen haben, auch wie zum Beispiel das Link-Totem. Also da kommt schon sehr, sehr viel Damage rum. Wir haben auch einige mehr getötet, es waren vielleicht jetzt 15, 20, die wir gekillt haben, einfach um so ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Ja? Ihr solltet die vielleicht vorher auch nicht extrem low hauen, weil ihr müsst rechnen, wenn ihr jetzt 10 habt, die fast voll sind und eins habt, das schon fast tot ist und das erste quasi das erste tötet ihr dann und dementsprechend zählt es ab dem Zeitpunkt. Deswegen wirklich die alle vom Leben oben lassen und dass ihr sie dann gleichmäßig in der gleichen Zeit runter DPS, weil 3 Sekunden sind dann tatsächlich doch ein relativ enges Fenster. Das war's eigentlich. Jetzt müsst ihr einfach nur noch den Boss ganz normal runterspielen. Wir haben jetzt den einen, der gestorben ist, noch gerettet. Da ist es dann kein Problem. Wir haben es davor schon mal probiert und haben das ein bisschen früher versucht. Und das ist nicht so gut, weil da einige Leute gestorben sind. Und ohne Heal-CDs bzw. Damage-CDs kann es dann schon sein, dass die Gruppe hier stirbt und dass man dementsprechend dann ja, den einen oder anderen Toten be zu beklagen hat. Ja, das war es eigentlich soweit mit dem Achievement Guide. Ihr seht, bei uns ploppt jetzt gleich das Achievement auf. Das buggt hier ein bisschen, dass es ein bisschen nach dem Tod tatsächlich kommt. Da ist es. Und ja, dann kommen wir zum 11. Erfolg. Maximal invasiver Eingriff und für diesen müssen wir den Panzer von N'Zoth bezwingen, nachdem wir alle Synthesegeschwüre innerhalb von 10 Sekunden getötet haben. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Wir spielen den Boss erstmal in der ersten Phase ganz normal, nichts anderes als sonst. Sobald er jetzt hier auf, ich glaube, 50% sind, öffnet sich ja hier der Durchgang und wir haben hier diese Synthesegeschwüre. Jetzt ist es wichtig, dass wir die komplette Gruppe aufteilen. Und zwar, wir gehen jetzt auf beide Seiten mit gleich vielen Leuten und verteilen uns auf diese Synthesegeschwüre. Hier ist es natürlich von Vorteil, wenn ihr ein bisschen mehr Spieler seid, dann könnt ihr euch nämlich so aufteilen, dass an wirklich an jedem einer steht. Jetzt ist quasi ja, die Geschichte, dass ihr diese Synthesegeschwüre langsam runterhaut, am besten auf so einen Wert zwischen 20 und 30%. Kleine Randinformation: Ab und an werden diese Synthesegeschwüre geschildet. Dann kriegen die keinen Schaden mehr, sondern der Schaden geht auf Schild. Wichtig für euch ist, während sie das Schild drauf haben, DPS die am besten nicht. Warum? Und zwar, wenn das Schild dann, wenn ihr das runtergeklopft habt, dann ist das Schild nicht einfach weg, sondern es ist weg und der Schaden, den ihr auf Schild gemacht habt, kriegen diese Synthesegeschwüre. Mir ist das passiert, ich cleave hier wie so ein Blöder drauf, das Schild kommt, mein Geschwür ist nur auf 40%, ich cleave das Schild weg, es geht hoch, bam, und die Geschwüre sind tot und die anderen waren noch nicht so weit. Deswegen macht es nicht, wenn die Schilde drauf sind, einfach nichts drauf. Ihr seht, hier machen wir komplett Damage Stop, während die Schilde drauf sind und erst als es weg ist, gehe ich wieder hin und cleave die langsam runter. Also wie gesagt, zu 10, 20, 30%, sowas solltet ihr die alle bringen. Sprecht euch da ein bisschen mit eurer Gruppe im Voice ab, ob alle Geschwüre etwa auf dem Wert sind. Und sobald das der Fall ist, könnt ihr quasi CDs ziehen. HT bietet sich auch an, wir ziehen hier auch gerade Heldentum und dann tun wir wie so ein Blöde einfach alle runterkleben, die noch da sind. Wie gesagt, ihr habt 10 Sekunden Zeit, die zu töten. Und wenn ihr das geschafft habt, dann ja, könnt ihr ganz normal runterlaufen. Das Addon wird dann auch weiß, beziehungsweise wir haben das Achievement wird dann auch weiß. Wir haben hier noch ein Addon, das quasi das auch noch mit anzeigt, ob das geklappt hat. Und mehr ist es dann eigentlich auch nicht. Jetzt müsst ihr einfach nur den Boss normal runterspielen, also sprich die zweite Phase und dann dementsprechend die dritte Phase ja auch noch erfolgreich runterspielen, Boss besiegen. Und wie ihr seht, tada, da ploppt das Achievement auf. Mehr ist es tatsächlich nicht. Das hier bedarf ein bisschen Absprache. Hier solltet ihr auf jeden Fall
mit ins Voice gehen. Das ist eins der schwereren Achievements, obwohl das auch im Verhältnis relativ einfach ist. Ja, dann kommen wir zum 12. und letzten Erfolg. Hier gibt es keinen Kult. Und für diesen müssen wir Enzot, den Verderber, bezwingen, während alle Gruppenmitglieder das Geschenk von Enzot angenommen haben. Was ist das Geschenk von Enzot? Und zwar, wenn ihr auf 0 Sanity droppt, dann bekommt ihr einen Buff, der 20 Sekunden lang hält. Der erhöht euren Schaden um, glaube ich, 100%. Also relativ viel erhöht das auf jeden Fall. Und nach den 20 Sekunden sterbt ihr einfach. Ja? Deswegen wollt ihr eigentlich nicht, dass eure Sanity auf 0 geht. Wir wollen es jetzt hier so spielen, dass wir erstmal ganz normal den Bosskampf spielen, bis wir dementsprechend in der letzten Phase sind. Dann schaut ihr, dass ihr eure Sanity am besten auf 50% oder niedriger bekommt. Den Boss auf so 15-20% runterhittet. Und wenn ihr das geschafft habt, müsst ihr gucken, dass beim nächsten folgenden Add, dass quasi keiner in dem Kreis drin steht. Ja? Also ich bringe jetzt hier meine Sanity noch ein bisschen runter, stelle mich absichtlich ein bisschen in die Pfütze rein. Und jetzt kommt dieser Cast, da gehen wir jetzt alle raus. Wenn da nicht Minimum 3 Spieler drin stehen, dann haut das eure Sanity um 50% runter. Und damit kommen wir alle gleichzeitig die Sanity auf 0. Gut, ich hatte jetzt noch ein bisschen zu viel, habe mich nochmal in die Pfütze gestellt. Und jetzt ist meine Sanity weg. Ich habe 20 Sekunden und dann falle ich einfach um. Und innerhalb von diesen 20 Sekunden müssen wir jetzt gucken, dass wir den Boss umboxen. Und es muss auch wirklich jeder die Sanity auf 0 haben. Bei uns hat das geklappt, mein Achievement ist aufgeprockt, dann auch das Meta-Achievement und das Mount gab es natürlich auch noch mit oben drauf und das war's. Im Endeffekt ist es sehr leicht, ihr spielt den kompletten Kampf wie immer schon und am Ende schaut ihr, dass ihr alle übernommen werdet, dann klopft ihr noch einen Haufen Damage mehr raus und ja, kriegt das Achievement. Also schwierig ist das wirklich nicht, vor allem für ein Endboss-Achievement ist das eine relativ einfache Sache. Gut, damit wären wir durch mit den ganzen Erfolgen. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen mit dem kleinen Achievement-Guide. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Dann gibt es auf meinem Kanal öfter solche Achievement-Guide-Videos. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.